Da, schau einer an. Sie haben schon gekämpft und es ist schon durch, das Thema. So schnell kann's gehen, wenn die Soldaten mal anfangen, ihren Arsch hochzukriegen. Okay, ja, da ist ein Gefreiter am Start. Oh. Oh nein. Oh, gut. Huh. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Haben wir hier schon eine Einheit verloren oder ist die noch auf dem Weg? Ah, es war ein Gefreiter war auf jeden Fall dabei. Ich kann mir schon vorstellen, dass der hier doch noch auf den Deckel bekommen hat. Aber der andere hat es geschafft. Wunderbar. Aber er will nicht aufgeben, gell? Er will einfach nicht das Handtuch werfen. Was geht hier ab? Was macht er? Achso, ich dachte, der greift einfach an. Hätte ich jetzt nichts dagegen gehabt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt was dagegen gehabt, weil... Ich meine... Warum nicht? Das haben wir... Oh, noch den Offizier. Boah, mein Magen grummelt gerade so. Ich hoffe, das hört man nicht. Ja, schönes Ding. Ah, sehr schön, da ist nur ein Offizier drin. Unteroffizier, Entschuldigung. So, sehr schön, da oben haben wir auch gewonnen. So macht das Spiel richtig Spaß. Ja, wenn man... Ich weiß, wenn man gewinnt, machen Spiele immer Spaß. Och, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Eigentlich mit Einheiten aus. Ich meine, normalerweise müssten sich hier Einheiten verschieben, weil umso weiter wir die Front hier wegschieben, umso sicherer werden ja die Bereiche. Keine Sorge, wir hören nicht auf anzugreifen. Wir machen genauso weiter. Das ist jetzt aber gerade, das sind nur Unteroffiziere. Solange die Generäle am Leben bleiben. Ist mir der Rechts eigentlich ziemlich Wurst, weil die werden das Ganze aufrollen. Die müssen nur lang genug am Leben bleiben, um ihn zum Aufgeben zu zwingen. Naja. Die haben sich aber auch gut geschlagen. Wunderbar. So, boah,
Schaut euch das an, wie die zusammenschrumpelt. Wie Weintrauben, die sich in Rosinen verwandeln. Epischer Vergleich, oder? Als das erste Level so plötzlich vorbei war, dachte ich mir so, boah, schade, dass man nicht einfach alles zerstören darf. So wie in Siedler 2. Und mittlerweile wäre ich ganz dankbar dafür, wenn es ein bisschen schneller geht. Alter. Richtig schön viele starke Einheiten. So, drei Frontenkrieg. Das war schon immer eine saugute Idee. In unserem Fall ist es aber verkraftbar. Wo kommen denn unsere Soldaten? Oh, stimmt, wir kämpfen ja hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Ah, doch. Das Geile ist ja, umso länger es dauert, umso mehr Gold kriegen wir natürlich auch und umso mehr steigt die Moral. Also es ist ja nicht so, dass sich seine Situation irgendwie verbessern würde, dadurch, dass der Kampf jetzt länger dauert, sondern eigentlich verbessert sich nur unsere Situation. Und wir hören nicht auf. Wir hören mit Sicherheit jetzt nicht auf. Sehr schön. Unteroffizier. Ich bin immer... Ich meine, gut, selbst wenn Offizier drin ist oder selbst wenn General drin ist, unsere Moral ist ja mittlerweile so hoch, dass jede unserer Einheiten eine von seinen besiegen kann. Dennoch. Wieso hat er... Oh ja. Nicht wundern. Ich versuche mir immer zu merken, welcher der letzte Speicherstand war. Deswegen habe ich hier Vernichtung. Schnell mal eine neue. So. RIP 4, das sollte klar sein. Damit meine ich Rest in Peace Level 4. Aber ich denke, das hat sich jeder von uns, von euch denken können. So, hier sind wir jetzt auch. Da, das meine ich nämlich. Es ist, der Rang spielt eigentlich bei uns keine Rolle mehr. Weil unsere Moral so hoch ist. Es kommt wirklich nur noch drauf an, wie viel Bock der Kerl hat. Sich weiter auf die Fresse geben zu lassen. Weil uns werden die Soldaten nicht ausgehen. Das mit Sicherheit nicht. Und, ja. Ich meine, was soll für ihn hier noch bei rumkommen? Ein General. Okay. Okay, das habe ich natürlich jetzt nicht erwartet. Den müssen wir uns merken. Der wird nämlich die beiden Einheiten vernichten, schätze ich mal. Schauen wir noch kurz, was hier oben drin ist. Ah, ein Unteroffizier. Okay, das sollte schon funktionieren. Ich glaube, da können wir wegschauen.
Da ist unser Gefreiter, der ist jetzt auch tot. Jetzt kommt der Unteroffizier. Ja, wir können, also wir können ja auch dem General ausweichen. Den müssen wir nicht zwingend töten. Können ja auch alle anderen Gebiete besetzen. Jetzt hat er aufgegeben, Freunde. Na, endlich. Ah, wunderbar. Neues Passwort, Export. Geil, geiles Bild. Wie nice ist das denn? Alter, das ist ein Hai, der wirft ihn über Bord. Geil, wir hatten ja schon mit Lady Greenhead so ein Bild, die aus der Taverne getreten wird und jetzt das. Ach, wie geil. Wie geil, Level 5. Okay, das wird wieder, das sind jetzt wieder ganz andere. Das ist hier dieser Magier mit einer riesigen Nase. Der Magier, was weiß ich, Aramantax. Und hier ist, den nenne ich einfach Troll. Also der sieht nämlich aus wie ein Troll. Ja, ich würde sagen, let's go. Jetzt haben wir wieder zwei Gegner, das wird schon wieder nicht so einfach. Schauen wir mal, was haben wir hier? Extrem viel Gold, extrem viel, alles. Alles extrem viel. Hier sind nicht so viele Bäume. Go for it. So. Also gegen die, die wir jetzt kämpfen, wir kennen die schon. Aber, also wir haben schon mal gegen beide gekämpft. Dennoch sind die so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Die sind jetzt nicht ultra bekannt für uns. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, sau gut gemacht hier. Geht wohl gerade nicht anders. Genau, hier vergrößern wir unser Königreich. Am besten hier oben auch. Kommen wir hier vorbei? Oh ja, wir kommen hier vorbei. Geil. Schön, schönes Ding. Wie sieht es denn mit Soldaten aus? Zwei Soldaten. Nein, verarsch mich. Das kann nicht euer Ernst sein. Ach so, aber wir haben hier, okay, wir haben hier, boah, alter Schwede. Das wäre jetzt der Oberknüller gewesen. So, hier alles auf Minimum bitte. Machen wir so. Sollen wir das voll machen? Machen wir mal Mittel. Ich will viele Soldaten so, hier drin behalten. Vielleicht machen wir es so. Umso schneller die sich ausbilden, umso schneller haben die quasi Zeit, sich zu verbessern. Das weiß ich mittlerweile. Bauen die anderen auch schon? Ah ja. Hier oben. Ah, der hat auch ein schönes Gebirge gesucht. Er hat sich auch eins gesucht. Ach, der ist gleich hier. Das ist nicht dein Gebirge, Junge. Das ist unseres. Müssen wir gleich schön hier runter bauen. Und am besten hier irgendwie außen rum. Das ist natürlich super günstig gemacht hier. Ja.
So. Kohle, okay. Kohle ist schon mal gar nicht schlecht. Wie sieht's denn mit, Stein und Holz ist nicht so viel, aber wir haben ja hier genügend Stein. Ich glaube jetzt nicht, dass uns Stein oder Granit, wie ihr es nennen wollt, uns ausgeht. Ah ja, okay, das ist gerade bei Null. Müssen wir vermutlich... Ah, gut, die bilden sich auch schon weiter. Sehr schön. Wie sollen wir es denn anfangs machen? Ich weiß nicht, wie oft unsere, wie offensiv unsere Gegner gerade sind, wisst ihr? Ich glaube, ich lasse es sogar erstmal so, dass die schwachen Soldaten die besetzen sollen. Damit die Starken mehr Zeit haben, sich auszubilden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Der Holzfäller arbeitet schon, das ist sehr gut. Ich versuche mich zu erinnern. Also am offensivsten war ja bisher immer der Captain Pseudohook. Der ist aber immer gezielt auf Goldvorräte gegangen. Der Magier Aramantax. Oder Adamantax. Aramantax? Nennen wir ihn Aramantax. Ich kann mich erinnern, dass der auch sehr defensiv war. Und beim Troll kann ich es einfach gar nicht einschätzen. Also überhaupt nicht. Ach komm, jetzt stell dich nicht so an. Ach nö. Ach, wie unnötig ist das denn jetzt? Boah, also manchmal, gell, diese Korinthenkackerei hier, die können sie sich sparen. Schauen wir mal, was es hier gibt. So, ein Ritter hat ein Gebäude besetzt, sehr schön. Können wir unten hierhin bitte noch? Wir müssen schon wieder schauen, dass wir einen guten Start ins Spiel bekommen. Okay, Kohle gibt es hier auf jeden Fall. Haben wir Nahrung? Wenig. Schon ein bisschen was, aber wenig. Aber wir haben hier, hier haben wir einen See. Hier haben wir einen See. Also wir haben schon die Möglichkeit, Fisch zu generieren. Der Steinmetz soll hier gleich mal ein bisschen für Bauplatz sorgen, dass wenn wir den abreißen, wir eine schöne Fläche haben. So, wie sieht es mit Soldaten aus? Haben wir da einen... Wieso ist jetzt da doch der reingegangen? Ich habe doch eigentlich ganz klar gesagt, dass die Schwachen... Oder wahrscheinlich bedeutet das, wer zuerst verteidigt. Ah, das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Oh, wir haben auch Gold. Aber das sind die einzigen zwei Goldbarren, oder? Ja. Okay, in die Richtung. Ja, wir haben da viele Seen. Oh, nice. Schaut mal her, eine Palme. Mehrere Palmen. Ich denke, hier wäre auch ein ganz geiler Bereich, weil man hier eh nicht so viel bauen kann. Hier könnte man vielleicht später sogar so ein Forstgebiet bauen. Das Sägewerk dauert auch Stunden, gell? Sag mal, ist der Gelehrte jetzt hier unten fertig? Soll das ein Scherz sein? 200 Gramm von der groben Fetten. Soll das ein Scherz sein? Entschuldigung. So. Macht der Gelehrte hier oben, der ist jetzt endlich mal angekommen. Schön. Schön. Ach geil, der läuft auch bis da hoch. Der räumt richtig gut auf. Wunderbar. Hat er gefunden? Kohle, okay.
Ja, Kohle. Wichtig, besonders in großen Massen sehr wichtig. Dennoch. Ja. Ich habe auch kein Problem damit, wenn wir mal ein bisschen Gold finden, ne? So, haben wir keinen weiteren Stein mit? Da ist der Steinmetz. Wie sieht's hier aus? Ja, wir haben eigentlich schon Werkzeuge. Aber wir haben keine. Ja, wir haben keine Siedler. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das wurde mir auch von. Ich glaube, Nicey Mike war's. Bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Es wurde mir schon gesagt, dass ich ab und zu am Anfang so viel baue, dass wir oft gar nicht alle Siedler haben. Oh ja, und das Sägewerk wird besetzt. Das ist schon mal sehr wichtig. Der Adamantax fängt ja auch gut an. Der baut gleich eine Schlosserei. Hat hier Kohle gefunden, sehr viel. Ja, Digga, nur von Kohle, aber viel, viel, viel Kohle, ne? Davon allein kann er sich halt auch nicht ernähren. Das wird ihm nicht reichen.